Moin allerseits und willkommen zurück zu Harveys neuen Augen. Und ja, jetzt habe ich mich ja irgendwie daran versuchen, irgendwie seine Gedächtnisstütze hier zusammenzufriemeln. Ich habe nur keine Ahnung, wie das genau jetzt gehen soll. Ich meine, ich habe mir jetzt vorhin mal das hier alles mal eben genauer angeguckt und wenn ich das richtig sehe, sehe ich irgendwie, ja, eine gewisse Form quasi. Also hier so ein, ne? Quasi die drei Sachen, diese drei Sachen und diese drei Sachen. Demzufolge wäre das dann quasi, der Apfel macht ihn anscheinend fröhlich und stark, wenn ich das richtig sehe. Die Kokosnuss macht ihn wütend und heroisch oder so, was in der Art. Und die Banane macht ihn traurig und schläfrig, wenn ich das richtig irgendwie kapiere. Nur weiß ich jetzt halt nicht, welches ich davon jetzt irgendwie verwenden soll. Deswegen, keine Ahnung. Ich, Apfel, Banane, mit welcher fange ich an? Ich, nehme einfach mal die Kokosnuss. Irgendwas wird schon richtig sein. Danach war, glaube ich, Elch, wenn ich mich irre, und, wütend. War das jetzt wütend? Ja, muss. Muss, geht nicht anders. Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Und was darf ich jetzt klicken, damit der da hingucken tut? Ich mach einfach mal das hier. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders, wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Nee, lass mal. Die Geschichte kenne ich schon. Ich war quasi live dabei, als sie passierte. Weißt du warum? Weil ich das Mädchen war. Da. Und wieso hast du eigentlich ein Buch, wenn da alles doch drin steht? Hättest du mir nicht einfach das Buch geben können? Dann hätte ich mir jetzt hier nicht dein Rätsel geben müssen. Mann, ey. Wo ist denn das Buch? Da. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Na dann auf zu Frank, wa? Noch eine Schatzkiste. Heute war der gleich nach dem... Das wollte ich gar nicht wissen. Das kenne ich schon. Da bin ich nur versehentlich drauf gekommen. Weil die Kiste, die sah halt so anscheinend verführerisch für meine rechte Maustaste aus. Deswegen musste ich sie anklicken. Aus unerklärlichen Gründen. Frank! Buch! Lesen! Ich kann nicht lesen! Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ja, klar, sehe ich aus wie ein Lösungsbuch oder was? Und schön, dass du ein Profi bist und herausfinden kannst, dass das hier ein Rätsel ist. Ich bin auch ein Profi. Und zwar ein Profi im Vermasseln von solchen Rätseln. Gibt's ein Tutorial? Schon wieder du. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen.
Okay. Und wieso habe ich dir vorhin eine geklatscht? Also der Soundeffekt, den kam jetzt nicht von mir. Vor allem, welcher ist jetzt der erste Hinweis? Ich glaube, der hier oben, oder? Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte... Was für ein Mutterschiff? Was? Kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Okay. Also quasi sowas wie Sudoku oder was? Allen Anschein nach ja. Okay. Interessant. Ich klatsch einfach mal irgendwelche Dinger da rein. Vielleicht habe ich ja Glück und habe schon direkt das Richtige oder so. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Dann muss das sein. Ne? Ja, doch. Dann bleibt hier nichts mehr anders übrig als... das? Glaube ich. Dann muss hier... Was haben wir denn da? Ach nee, warte mal, das ist ja auch schon wieder dieses olle... Nee, das geht doch nicht. Das geht nicht! Dann machen wir mal hier mal was anderes. Dann packen wir mal hier das da rein. Da unten... sagen wir mal das hier. Und hier sehe ich gerade, da kommt auch das rein. Schöne Scheiße. Das funktioniert jetzt schon mal nicht so in der Art, wie ich es mir gerade irgendwie gedacht habe. Das ist nicht so schön. Aber vielleicht, warte mal. Das so rum, dann haben wir hier den zu viel. Dann kann ich aber den dahin klatschen. Dann ist das hier wieder halbwegs brauchbar, glaube ich. Ne? Ja, doch, warte mal, das ist brauchbar, glaube ich. Das ist auch brauchbar. Das geht auch noch. Das ebenfalls. Das sowieso. Das Einzige, was nicht brauchbar ist, ist das hier. Shit. Ach ne, ich merke gerade, ich habe hier auch irgendwo einen Fehler. Hoch, was? Ach, jetzt kann ich... Ach so, das sind die... Ach so. Das sind die Hinweissteine, oder was? Demnach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendelhalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Ach, warte mal, ich kann hier... Ach so, warte mal, ich brauche gar nicht lesen, ich kann hier einfach... Ja, sehe ich gerade. Ja, das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fresse ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Ich hoffe doch. Der Schlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh. Okay. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Warte einfach nicht das umgefallene Kreuz. Das lag schon da. Ich dachte, der hätte gerade irgendwas rausgerissen und dadurch ist was irgendwie eingestürzt oder so. Aber okay, irgendwann musste ja das Kreuz umfallen. Das war ja sowas von klar. Immerhin muss ich nicht mehr mit dem Presslufthammer versuchen, irgendwie seinen Schädel durchzubohren. Beziehungsweise durchzuhämmern. Ich stehe im Weg. Ich habe das Buch nur gehalten. Du hast das Rätsel gelöst. Ich habe alles hier gemacht. Kann ich ein Schwert haben?
Pauline, was ist mit dem Schwert? Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Ja, jetzt sind's leider nur rosa Farbreste und theoretisch Knochensplitter. Nee, das Buch kann ich nicht haben. Schade. Ist hier sonst noch was? Wie? Ich kann den Beichtstuhl angucken? Der gute alte Beichtstuhl. Lilly kam sehr oft hierher, seit die Selbstgeißelung nicht mehr half. Ja, das ist schön. Kann ich da rein? Die Tür war fest verschlossen. Schade. Na gut, dann gehe ich mal raus. Der ist ja auch wieder rausgegangen. Kann ich wieder rein? Und warum habe ich den Typen jetzt unterwegs nicht getroffen? Hat er jetzt irgendwas da drin gemacht? Was ist denn hier so? Habe ich jetzt noch ein Brett? Was? Wie? Was? Wo? Warum? Ich habe noch ein Brett bekommen. Eine Abhörkammer. Und sonst nichts. Doch, da ist was. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys. Ach so, okay, ja, Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Ja, aber stör dich nicht daran, dass die Tür da offen ist, ne? Ja, dann kann ich ja wieder rauskommen. Und den Riegel vorsetzen. Habe ich gewusst, da hat mir keiner vorgesagt oder so. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Also die Widmung kann ja theoretisch bleiben, weil ich meine, es gibt da bestimmt mehr als nur eine Person mit deinem Namen, oder? Und kann ich theoretisch hier Ritterschwert benutzen, um da die Widmung abzukriegen? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Hä? Oh, wo sind deine Freundin? Hallo Lilly. Ich hab gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Puh. Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Kann sein. Du hast übrigens eins vergessen, dein Shing. Ne? Und guck mich nicht so komisch an. Hier hast du ein Pferd. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Ja, hättest du gern gehabt, wa? Pech gehabt. Ist meins. Guck mich nicht so an, Mann! Ich hab mich beobachtet. Wer ist das denn da unten? Was ist denn für... Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Clown? Da unten ist wirklich ein Clown. Warum ist da ein Clown? Sag mal, wer hat den denn hier eingeladen?
Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Was? Warum steht ein toter Clown vor deinem Fenster? Hast du den umgebracht? Hallo, red mit dem Clown. Du... Igitt, noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Brauchst du auch nicht. Ich erwarte ja auch nicht, dass du hier einen auf Krusty der Clown machst. Du... Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Die sind ja auch für Shawnee, glaube ich. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Ein Pudel, eine Giraffe, ein Pterodactylus, ein Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel höchstwahrscheinlich. Menschen-DNA? Hypercube? Was? Hieß nicht so ein Film irgendwie so? Einen Schraubenschlüssel? Hm, warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Hoffentlich ist er auch hart genug. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Mir geht's halt mies. Weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Ja, wenn man selber eine Laune hat, wie 10 Meter Feldweg. Ja, eigentlich wollte ich sagen, wie ein Kilo Mettwurst. Nein, auch nicht wie Mettwurst. Leberwurst, genau. Hirn, streng dich manchmal an, wenn du sagen willst, was du denken tust. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Wäre keine schlechte Idee. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ganz einfach, das erste hast du besser wahrscheinlich gemacht, als das, was du jetzt machen tust. Wer ist das da? Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Das war nicht zufälligerweise hier Lilly, oder? Keine Ahnung. Kann ich eigentlich... Ich hoffe mal, dass ich hier mit diesem ollen Schraubenschlüssel da irgendwie das da oben mir abschrauben kann. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie anscheinend zu weich sein wird. Ich muss bestimmt irgendwie das hinkriegen, dass das hart ist. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Naja, keine Ahnung. Das werde ich dann wohl erstmal bei der nächsten Folge sehen. Aber übrigens, hier, ne, du Clown. Falls du einen richtigen Job suchen willst, ne? Werd Schauspieler. Dann kannst du dich umbenennen, nämlich zum Joker, und dann kannst du immer dann sagen, warum denn so ernst? Ich schmeiß mich schon selber raus. Tschüss.